Wir starten rein in ein wundervolles Abenteuer. Wir haben gerade einen Baby-Elefanten gesehen, also besser kann es eigentlich nicht werden. Planet Zoo, die Beta ist da. Wie gesagt, wenn ihr die spielen wollt, bis zum 8. Oktober könnt ihr die spielen, ja? Oh, ich brauche mein Hemd. Ich brauche mein Hemd. Alles ist ungültig ohne Hemd. Er tut mir leid. Wer hat hier ein Zoo bestellt, hä? Ah. Der Zoodirektor ist angekommen. Schön mit Palmen. Wunderschön. Palmen sind da. Ich bin da. Und herzlich willkommen auf dem Bauplatz vom Clever Zoo. Schön, dass Sie alle reingeschaltet haben. Ich begrüße euch. Und Scheißhaus. Gemeinsam werden wir dieses Projekt angehen, uns einen wundervollen Clever Zoo zu bauen. Mit Streichel Zoo, mit allem drum und dran. Und Herr von Kevin King ist 9 Monate dabei. Schießt doch mal das Zoo-Baby das Stream-Baby in den Zoo. Ich weiß auch nicht. Herzlich willkommen zurück. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Und ja, ich würde mal sagen, dadurch, dass wir ja sowieso jetzt hier erstmal anfangen müssen mit einem schönen Avatar, wie uns das Spiel auch sagt, willkommen bei Planet Zoo. Du bist nur ein paar Schritte davon entfernt, die Welt von Planet Zoo zu erleben. Als erstes erstellen wir einen Avatar von dir, der deine tollen Werke in der Community von Planet Zoo repräsentiert. Du solltest jemanden erstellen, den deine Freunde wiedererkennen können. Das sollte gar kein Problem sein. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Das ist ein Zoo-Wärter, Zoo-Boss-Typ, wie ich mir den vorstelle. Das ist nach Bilderbuch gestaltet und ich denke, so können wir erfolgreich in diesen Job reinstarten. Also, wenn der nicht vertrauenswürdig aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, fertig. Yep. Hä? Weggebeamt. Tot. Lege das Hauptquartier deines Avatar fest. Ja, wahrscheinlich hier im Wasser. Ja, wo sind wir denn hier? Wir sind ja hier so, ne? Europa sind wir hier unterwegs. Ah, Deutschland. Wo ist Kleve? Hier ist Kleve, so ungefähr. Zack. Gut gemacht. So, ab geht's. Wir starten unsere wundervolle Karriere als Zoo-Wärter, Alter. Ah, hi, Artematu. Oh, tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Roberto Planko oder was? Geil. Ich bin Bernard. Hi, aber Bernie. Ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Bernie! Nur meine Frau, Bernie! Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche hier sind wir zu Hause. Mist beschmutze. Hier sind wir zu Hause. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause. Oh, wie schön. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn. Und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Ja. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Ja, danke. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Ja, gerne, ich bin voll aber dabei, Alter. Bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt Bernie, schon, was ich meine. Mach dir keinen Stress, ich weiß schon, was du meinst. Ist doch alles okay. Jetzt? Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Ja, Bernie hat mir Riddy reingehauen. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Welches Diplom? Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt. Okay, wir sollen zu den Grizzlybären rüberfahren. Alter, wir können hier rumfliegen. Wie geil ist das denn? Oh, oh mein Gott. Die Planet Coaster Vibes sind aber sowas von da. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Das ist ja der Wahnsinn. Da sind die Grizzlies. Oh! Du auf Dickerchen, diese du. Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Wahnsinn! Was? Doppelklick auf mein Tier? Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite ja, des Zoos zu ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Warte kurz, ich möchte... Oh, wie schön... Ey, ganz cool, ganz kurz, wie schön, wie detailliert die Tiere gemacht sind, ne? Guck mal, wie nah ich jetzt rangezoomt bin. Sieht so süß aus. Oh!
Ja, schüttel dich mal, du kleiner Racker, du. Okay, wir schauen nächstes Mal noch vorbei. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Zakari. Danke, dass ihr bei uns den Zoo gewählt habt. Wahrscheinlich hat... Da ist eine Bimmelbahn! Ich fasse nicht hier. Hier bin ich zu Hause. Okay, wo sind die Löwen? Löwen sind die sozialsten der großen Katzen. Und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Das ist der Bernie, den ich kenne. Dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Oh mein Gott. Begeben wir uns zum Warzenschweingehege und schauen, was es da zu tun gibt. Das ist so süß. Das ist so süß. Da fährt die Bimmelbahn im Hintergrund. Das ist ja, das kann ja kein Zufall mehr sein. Das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott, Simba, ey. Alter. Okay, Warzenschwein. Ab zu den Warzenschweinen. Ich bin sowas von bereit. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Ey, sag mir... Klicke sie an und wähle Kaufen im seitlichen Menü aus. Sag mir... Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren. Aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte gelehrt. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Nancy, du hör mal. Du bist... Oh, Nancy. Du Schlinge. Ich hoffe, man kann die benennen. Okay, also einmal Giasi. Kann ich die bitte... Kann ich die okay, aufnehmen? Und einmal Adana. Aufnehmen. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch im Handelszentrum platziert, wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, aufbewahrt, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Ja, geil, lass sie da reinräumen. Ich bin ready, Mann. Hallo. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen. Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Pumba! Alter, es geht nicht anders. Es muss. Pumba! Das geht nicht anders. Das kann nicht anders sein. Das muss. So, haben wir. Gut, Pumba. Dann ist Pumba. Nee, das ist Adana und das ist Pumba. So, Pumba ist schon mal da. Das heißt, wir müssen jetzt platzieren eine Futterstelle und eine Wasserstelle. Alles klar, wir haben hier eine schöne Schlammecke. Das heißt, wir gehen erstmal hier auf Gehege. Wasserschüttel. Eine große Wasserschüssel. Ich würde jetzt nicht so neben den Schlamm platzieren. Vielleicht schön hier vorne. Das heißt, wenn die Leute sich dann hier schön hinschillen auf die Bank, erstmal kommt das Warzenschwein, kommt da Pumba, dann hat das Warzenschwein angeflattert und säuft sich erstmal da weg. Zack. Und noch ein bisschen Futter. Ne? Ja. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Ja. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Lass sie spielen. Warte mal, Schlammbad. Boah! Jawoll! Ihr streckt bei Pumba in die Mitte. Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Danke, Nancy. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg. Deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Was? Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Aber ich will bei Pumba bleiben. Ich will sehen, wie die sich... Guck mal hier, hui. Ja, Pumba, das ist dein Territorium, Pumba, ne? Wunderschön macht ihr das. Super. Oh. Ist das cool, okay. Ab zu den Straußen. Gut. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Das kriege ich hin. Das hat mir Bernie gelehrt. Das sollte möglich sein. So, dann schieben wir mal hier ein paar die Steine so zurecht, ne? Wunderschönes Kürfchen haben wir hier. So. Da können wir gleich noch durch Hecken das Ganze noch verschönern hier. Ein bisschen hier rein, ne? Und dann sind wir fast schon da. Guck mal da.
So. Gut gemacht. Danke, Nancy. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Das klingt logisch, ja. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können. Zumindest nicht ohne Stehleiter. Du hast recht. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Reichen das? Ah! Oh, das ist falsch. Hä? Nancy, ich kann das nicht. Glas hat die gesagt. Ich hab doch gerade Glas platziert. Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Lass mich noch mehr machen. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Das ist richtig. Das hat ja gar keinen Sinn. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Also wenn da nicht gespendet wird, dann weiß ich auch nicht, du. So, Tierhandel. Die Straußen kommen. Let's go. Oh, da kommen sie schon. Guck, wie die Ecke rankommen. Straußen bitte, wer die Straußen bestellt, zack. Boah. Guten Tag. Ey, doch nicht einfach auf die draufwerfen. Hallo. Alter, wie geil. Ey, hier. Guten Tag. Oh mein Gott, ist das süß. Was sollen wir machen? Wir sollen ein bisschen Beschäftigung hier reinknallen, ne? Futterspender langsam, Futterschüssel groß, Wassertrog klein. Können wir den auch irgendwie drehen? Können wir das irgendwie... Nein! Oh Gott. Ich würde das gerne entfernen. Danke. Ah, wie süß. Zack. Zack. Hier noch eine Futterschüssel rein. Oh. Huch. Ich bin froh, dass die Bernie. Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 km/h schnell laufen können? Nee. Hoffentlich reißen die nie aus. Die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen würden uns ruinieren. Ach, Bernie, hör mal, du Witzpaket, du bist toll. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Radarfallenwitz gemacht? Ja, der nimmt sie. Jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Nein. Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, nur damit für die sie Tiere. Die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor, deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Ja, um die Tiere können sie sich ja gerne kümmern, aber brauchen die da wirklich so eine scheiß Hütte für? Da müssen wir wieder Kohle aufgeben, Mann. Da habe ich keinen Bock drauf. Scheiß Tierpfleger. Also Tiere schön und gut, ja, aber Tierpfleger, nö. Tierpfleger, Arschlöcher. Oh mein Gott! Der hat hier so ein Ding stehen, da kann er so drauf rumwackeln. So. Ausgezeichnet. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Geil. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Also wenn man sich als Mitarbeiter hier nicht wohlfühlt, wenden dann weiß ich auch nicht. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu. Den Königstiger. Ja, die Königstiger. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ja, die Königstiger. Lass uns Tiger. Oh mein Gott, hier müssen wir richtig ausrasten. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Okay, da bin ich voll dabei. Holz und Beton. Let's go. Mach dich an die Arbeit und baue es. Und vergiss nicht den Gehegeeingang. Also es empfiehlt ja alles. Sich, den Eingang in der Nähe einer Pflegerhütte zu platzieren. Zufällig befindet sich eine recht nahe am Handelszentrum. Hier findest du den Gehegeeingang und die Barriere. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Ja, das habe ich schon gesagt. Ist mir schon bewusst, Nancy. Weißt du, willst, dass wir lernen? Das ist schon klar. Aber lass uns mal kurz bauen hier, ja? Ja,
Zack. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Das ist richtig. Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Das sagst du mir jetzt, nachdem ich seit einer halben Stunde hier den... Okay, Nancy, okay. Ja, wähle ja. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür ja. Musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Hab ich. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 4 Meter ein. So. Jetzt können wir das doch bestimmt hier hochziehen, oder? Boah! 4 Meter haben sie gesagt, ne? Das machen wir ganz genau. Bam! 4 Meter! Hat die doch gesagt, ne? Mindestens 4 Meter. So. Ist das richtig? Als ob die da jetzt rausspringen können. Erzähl mir doch nichts. Das ist höher als der Baum. Wir haben das jetzt höher gemacht. Wo ist Nancy jetzt hin? Ja, 4 Meter. Ja, und jetzt? Wo ist mein Ziel? Wo sind meine Ziele? Scheiße, ich bin lost! Nancy! Nancy! So. So, das sollte reichen, oder? Gut. Die Danke. Einfassung ist fertig. Super. 14 Meter. Ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Das können sie auf jeden Fall nicht, wenn man da bist. Einige Tiger aufnehmen. Die können auf jeden Fall nicht mehr rausspringen. Da hast du recht, Nancy. Also, muss ich dir recht geben, wirklich. Das ist, ich glaube, das ist sicher. Egal, wen ihr da einsperrst, der kommt nie wieder jemand raus. Das ist, der ist tot. Der wird sterben. Okay, können wir das bitte nochmal, Mann, Nancy, ey. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht so lange, aber du musst mich doch hier nicht so triggern, ey. Oh, pass mal auf. Ich mach mal eben nochmal hier. Ich möchte nochmal eben hier Barriere bearbeiten und dann möchte ich nochmal eben hier ziehen. Dann mach ich nochmal ein bisschen runter. Oh. Entschuldige, Nancy. Hä, wieso ist das jetzt rot? Ich sag mir nicht, ich kann das nicht wieder zurückmachen. Das muss jetzt so bleiben? Toll. Das wird Bernie aber nicht freuen. Das sage ich dir jetzt schon, Nancy, ne? Okay, dann lass uns mal die Tiere aufnehmen. Das ist so cool. Das ist so cool. Ohne Scheiß. Okay, wir sollen Wasser da reinschütten. Huch, wo rennt er denn jetzt hin? Schwimmen! Warte, warte, ihr könnt gleich schwimmen, hör mal. Da können wir hier. Zack, Gelände. Gehen wir da einmal auf Wasser drauf. Ruhiges Wasser, aufgewühltes Wasser. Ne, ruhiges Wasser brauchen die, ne? Ja, das sieht wirklich gut aus. Geil! Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Eine Ewigkeit später. So. Guck mal. Was wollt ihr denn? Ist doch toll. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich Echt? Auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt Ach, wäre. Natürlich nicht. Deswegen können auch einfach Wärter drin rumrennen. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Nein, Bernie, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Gut. Also, statten wir den blauen Faun einen Besuch ab. Aber ich will doch bei den Tigern bleiben. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Ich will doch bei den Tigern bleiben. Kann ich eigentlich mit der Bimmelbahn hier rumfahren? Bestimmt geht das, oder? Ja, geil! Scheiß auf die Tiere! Ich fahre jetzt hier rum. Wer sind Sie eigentlich? Achso.